Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich, heute heißt es wieder Spoilerwarnung. Allerdings wird es nicht wirklich zu Spoilern kommen. Wir werden nur so ein bisschen über The Walking Dead reden müssen, ein bisschen über Fear The Walking Dead reden müssen, aber es wird nicht wirklich spoilerhaftig werden, sondern halt nur grundlegende Themen werden angeteased. Heute habe ich nämlich ein sehr spannendes Thema für euch, was es in der Form noch nicht gab, nämlich tatsächlich Tiere bei The Walking Dead. Da werde ich erstmal natürlich die besprechen, die auch bereits präsent sind. Dann werde ich halt auch überlegen und mir da so einen kleinen Eindruck verschaffen, welche Tiere halt noch möglich wären und was man theoretisch auch als potenziell praktisch betrachten könnte aus diversen Gründen. Tiere könnten natürlich auch eine größere Rolle spielen. Wir haben ja schon drei, die sehr ausschlaggebend sind und die eine sehr große Rolle für uns spielen und auch einen sehr großen Platz in unserem Herzen eingenommen haben. Deswegen über die hinaus will ich ja noch ein paar andere Tiere ansprechen, die theoretisch halt auch sehr praktisch sind. Ich muss ja auch differenzieren, ich rede natürlich nicht von Nutzvieh, nichts gegen Nutzvieh, aber in dem Fall geht es halt wirklich mehr um den praktischen Einsatz, wie man halt irgendwie seine Ressourcen erweitern kann, wie man sich vielleicht sogar einen Vorteil verschaffen kann, wie man das vielleicht sogar in einer Fight- bzw. Combat-Situation nutzen kann. Also diverse Möglichkeiten, Tiere halt irgendwie als praktisches Gut zu betrachten. Fangen wir mal an. Wir haben natürlich als erstes hier Hund. Sehr einfallsreicher Name von Daryl, aber ich muss schon sagen, Hund hatte schon seinen Zweck erfüllt. Es war natürlich auch ein sehr praktischer Hund, anstatt sich dabei um einen deutschen Schäferhund handelt, ist es sowieso nochmal praktischer, weil diese auch sehr gut dressiert werden können und sowieso in der Lage sind, zum einen Angreifer abzuhalten, zum anderen sind sie sehr aktiv, haben ein unglaublich gutes Gespür und schaffen es natürlich auch, Freund von Feind zu unterscheiden. Sie sind sehr treu, sehr loyal und in so einer Situation ist ein Hund auch irgendwo sehr praktisch. Ich meine ganz ehrlich, Hunde haben sowieso einen sehr guten Beschützerinstinkt und darüber hinaus hat man auch diese Verbindung dann gesehen und in einer einzelnen Situation muss man auch sagen, aus sozialer Hinsicht bringt es halt auch was bei einem Charakter, der sich sowieso öfter mal isoliert, dass man einen Hund an seiner Seite hat, den man auch als treuen Freund betrachten kann. Allerdings ist der Verlust halt dann umso schmerzlicher, wenn der dann in dem Fall eintreten sollte. Der nächste, beziehungsweise das nächste Tier auf unserer Liste ist natürlich mein persönlicher Favorite, muss ich sagen, nämlich Skipmark. Skipmark ist der absolute Hammer. Liegt aber auch so ein bisschen mehr daran, dass ich Daniel unglaublich feiere und eine Katze passt halt viel besser zu dem als ein Hund. Daniel ist ein Charakter, der die Einsamkeit auch in gewisser Hinsicht bevorzugt. Das heißt, er braucht gar keinen loyalen Begleiter, er braucht halt wirklich eher so eine Art treuere Seele auf eine andere Art. Die Katzen haben natürlich einen völlig anderen Instinkt und sie sind viel mehr im Survival-Modus und ihre süßes Gemüt sozusagen ist ein bisschen trügerisch, dennoch ist sie hier sehr, sehr nützlich. Und eine Katze wie Skipmark zu haben, bringt ihr extrem viel. Wir haben gesehen, wie es Daniel schafft, sie einzusetzen. Katzen haben sowieso einen persönlichen Überlebensinstinkt. Sie würden sowieso immer wieder versuchen, sich selbst zu schützen und sich einen eigenen Vorteil zu suchen. Und mit dieser Glocke in Verbindung hat er es öfter mal geschafft, eben Beißer auf eine andere Seite zu locken und somit konnte er irgendeinen Platz einnehmen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine gute Methode gewesen, ein Tier hier einzusetzen. Und natürlich, eine Katze ist trotzdem so oder so ein guter Begleiter. Nicht annähernd so treu wie ein Hund natürlich. Das ist eher so ein bisschen, wie gesagt, Survival-Modus. Aber solange man dieses Tier füttert, hat man da auch einige Vorteile. Und das ist natürlich hier ganz angebracht. Das nächste interessante Tier, ihr könnt es euch schon denken, ist natürlich in dem Fall Chiva. Also der legendäre Tiger von Ezekiel. Ezekiel an sich als Charakter ist nicht mal wirklich so beeindruckend, aber wenn du so einen mächtigen Tiger hast, dann macht es auch mal viel mehr aus dir. Und das ist auch sehr interessant, ich mochte es auch extrem, dass man das so blottechnisch so inszeniert hat, dass er ehemals natürlich einfach nur im Zoo gearbeitet hat und nach hat er halt dann diese Verbindung zu Chiva entwickelt und dann in der Zombie-Apokalypse konnte er halt richtig entscheiden, hat es geschafft, diesen Tiger zu befreien und somit hatte er einen Tiger auf seiner Seite. Ich muss schon sagen, so ein Tiger vereint halt so ein bisschen die Attribute der vorangegangenen beiden Tiere. Zum einen ist es ja irgendwo eine riesengroße, sehr aggressive, sehr starke Kuschelkatze, aber zum anderen ist es natürlich auch ein extrem treuer und starker Gefährte. Es ist auch irgendwo logisch, dass man das natürlich hier nicht auf ein reguläres Szenario anwenden kann. Es gibt vielleicht öfter mal solche Verbindungen zwischen Mensch und Tier, aber in dieser Weise einen Tiger zu kontrollieren und die Instinkte so weit auf sich zu polen, das dürfte schon schwieriger sein. Gibt es, gibt schon Möglichkeiten, es gibt auch schon einige interessante Videos, wo Ähnliches gezeigt wurde. Deswegen könnte man das vielleicht sogar so irgendwie interpretieren. Ich mochte es auf jeden Fall, dass man es so umgesetzt hat und natürlich, ein Tiger ist halt eine Wahnsinnsbegleitung. Zum einen schafft es Chiva, hier mehrere Zombies gleichzeitig auseinanderzunehmen und natürlich auch der psychologische Ansatz hier. Wenn man darüber nachdenkt, wie er es halt auch geschafft hat, dadurch zum König zu werden und wenn da halt einfach so jemand kommt und diesen Tiger an seiner Seite hat und dieser Tiger schafft es halt auch noch perfekt, irgendwie sein Gehorsam auszustrahlen in den richtigen Momenten. Kann man ihn halt dann für Combat-Situationen nutzen, in anderen Momenten ist es halt einfach nur, um ein bisschen Prestige zu zeigen. Das ist schon eine coole Sache, ehrlich gesagt, deswegen ist ein Tiger halt extrem nützlich. Halt aber auch sehr auffällig und
Naja, man muss halt leider auch sagen, schon etwas einfacher zu töten. Gerade weil Beißer nun mal halt auch indirekt Jagd auf Tiere machen, ist das so eine schwierige Sache. Wir haben es aber gesehen, er hat zum letzten Moment noch geschafft, irgendwo seinen König zu retten. Das war nochmal eine sehr, sehr schöne Situation, dass Shiva da eingesprungen ist und leider dann in diesem Sumpf auch ihr Leben gelassen hat. Neben Shiva haben wir natürlich noch ein weiteres Tier, was ein ähnliches Schicksal teilen musste, nämlich Tod durch Speiser. Und das ist eine legendäre Ziege, die Ziege von Eastman, Tabitha. Und ich muss schon sagen, irgendwo ist es halt auch hier erwähnenswert, weil die Ziege auch als treuer Gefährte diente und er auch morgen so ein bisschen halt wieder relativiert hat. Und man hat auch gemerkt, dass da schon eine innigere Beziehung besteht. Und er hat es ja auch immer wieder versucht, Käse zu machen. Und das war ja natürlich auch irgendwo sein Beiname, der Käsemacher, den morgen halt dann immer wieder verwendet hat. Und ich fand das ganz interessant tatsächlich und hat man auch wieder gemerkt, dass Tiere nicht nur eben einen praktischen Nutzen haben, sondern teilweise auch so eine Art emotionalen Nutzen mit sich bringen. Und das hat man wirklich hier sehr gut unter Beweis gestellt. Und ich fand das tatsächlich auch traurig, dass er wieder gestorben ist. Hat so ein bisschen John Wick-Vibes und ich habe mir auch gehofft, dass da eine riesige Rache kommt, kam leider nicht dazu. Aber gut, einer der treuesten Gefährten und meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser als Hund oder zumindest halt länger präsent als Hund, ist ein ebenfalls Hund, nämlich der Hund Rufus. Rufus hat ja ehemals dem Kopfgeldjäger Emile Larue gehört und das hat auch wieder unter Beweis gestellt, dass er schon von Anfang an perfekt trainiert wurde. Auch die Rasse war prädestiniert dafür, als Suchhund zu dienen und er hat auch wirklich perfekt suggeriert, inwiefern das möglich ist und inwieweit das gehen kann. Er hat es ja geschafft, Spuren bis über Kilometer hinweg zu finden und das hat für mich hundertprozentig unter Beweis gestellt, wie nützlich so ein Gefährte sein kann. Und hier war es nicht nur so ein beiläufiger Nutzen oder so ein praktischer Nutzen in einer Kampfsituation wie Shiva zum Beispiel, sondern ein direkter Nutzen, der natürlich auch seine eigene Tätigkeit noch mehr nach vorne gebracht hat. Und Rufus hat das wirklich perfekt unter Beweis gestellt. Für mich immer noch von den präsenten Tieren mit einer der besten, die man sich vorstellen kann. Und gerade darüber hinaus muss man noch bedenken, dass es tatsächlich ja auch dann so vonstatten gegangen ist, dass Rufus im Prinzip dann morgen irgendwann gefunden hat, weil er auf Menschen getroffen ist. Und somit konnte man die kleine Mo dann auch retten. Auch wieder eine sehr tragische Szene und auch wieder mal ein cooles Beispiel von einem Tier in The Walking Dead, was mehr als einmal den Leuten das Leben gerettet hat oder teilweise einen sehr guten Nutzen erbracht hat. Aber gut. So oder so sehen wir hier all in all, Tiere sind schon ein sehr praktischer Ansatz in The Walking Dead. Und ich persönlich würde aber sogar noch ein anderes Tier bevorzugen, was man teilweise viel gewinnbringender einsetzen könnte und auch in vielerlei Hinsicht deutlich nützlich einsetzen könnte. Zum anderen sind das Tauben. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ich denke mal, die Richtung dürfte für die meisten schon klar sein. Ich rede natürlich von Brieftauben. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass man so eine Art kleine Zivilisation aufgebaut hat rund um Hilltop, eben das ehemalige Sanctuary, dann noch Alexandria. Das Königreich hat man ja auch irgendwie Handelsrouten etabliert und es wäre eine perfekte Möglichkeit gewesen, zum Beispiel auf eine coole, altmodische Art, sich nach und nach Nachrichten zuzusenden. Es war ja immer noch kein Zeitalter, wo man jetzt von Elektrizität und perfekter Kommunikation sprechen kann. Das kam erst mit den Cromwells hinzu. Zumindest zu dem Zeitpunkt wären Tauben eine coole Möglichkeit gewesen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch ein Falke. Ein Falke lässt sich halt auch sehr gut dressieren. Ein Falke schafft es auch, sehr viel Loyalität zu zeigen. Und in dem Fall geht es halt eher darum, dass man halt durch diesen Falken bestimmte Sachen und bestimmte Gebiete halt besser abstecken kann und man schafft es natürlich auch dann zu sehen, wo halt Gefahr besteht und wo nicht. Generell Vögel haben halt sowieso natürlich einen Instinkt, sich zum Beispiel auch dem Wasser zuzuwenden, deswegen ist es auch nochmal eine coole Möglichkeit, an Wasser zu kommen, wenn man Vögel in der Form einsetzen kann. Hat man jetzt zum Beispiel auch bei Wikingern gesehen, die dann irgendwie halt auch mittels Vögeln Land gesucht haben, also im Prinzip der gegenteilige Prozess, wäre aber auch genauso eine coole Möglichkeit. Also Vögel hätten sowieso eine Zweckmäßigkeit und kann ich mir auch sehr, sehr gut in diesem Szenario vorstellen. Ansonsten, ich persönlich bin eher ein Katzenfan als ein Hundefan, deswegen würde ich natürlich hier Skidmark vor Hund stellen und würde halt Skidmark bevorzugen. Ich verstehe aber auch den Ansatz, warum es die meisten sagen würden, dass natürlich ein Hund hier deutlich nützlicher sein könnte, natürlich auch einen deutlich größeren Nutzen haben könnte. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Bestimmte Tiere sind natürlich eher dann Nutzvieh, andere sind halt nicht so leicht dressierbar und wiederum andere haben halt dann nicht irgendwie einen natürlichen Imperativ, sich irgendwas zuzuwenden oder halt in irgendeiner Weise als nützlich zu gelten. Außer natürlich als Nutzvieh, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Man könnte jetzt hier spekulieren und sagen, dass ein Panther zum Beispiel nützlich wäre oder in dem Fall halt ein Jaguar oder sonst irgendwas, aber ich finde halt, all in all wäre das in gewisserlei Hinsicht dasselbe wie mit Shiva und das ist auch wieder das Ding, wie soll man dann sozusagen das im Vorhinein auf die Art kalkulieren können? Es wäre dann nur, wenn so eine Prägung schon im sehr frühen Kindesalter stattgefunden hätte. Aber so gesehen auf jeden Fall sehr nützlich. Der Elefant hätte vielleicht sogar noch einen gewissen Nutzen. Man weiß, dass man Elefanten ja auch reiten kann. So eine Art Transportmöglichkeit. Und naja, sie sind zumindest in der Lage, halt einige an Beißern zu zertrampeln. Und wenn sie nicht gerade komplett überrannt werden, könnten sie sich da
auch relativ gut durchbewegen. Man könnte sie auch zum Beispiel panzern und ausrüsten. Ich weiß, das soll jetzt hier nicht irgendwie Herr der Ringe-mäßig klingen, dass sie hier irgendwie Olifanten ankommen, aber zumindest in gewisser Hinsicht kann man ja die Beine schützen, dass sie halt nicht irgendwie von den Beißern zerfetzt werden, und wenn, ja, sie mehr oder weniger durchmetzeln können, wäre das ja auch eine Möglichkeit. Deswegen könnte man sogar Elefanten mit einbringen. Aber schreibt gerne mal eure Tiere in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall interessieren. Ich persönlich würde auch eine Katze nehmen, ist halt einfach irgendwo das Coolste, und ich finde es total süß, wie diese Katze eingesetzt wurde. Deswegen, eure Meinung würde ich auch gerne mal hören in die Kommentare damit. Das war's auch. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag und macht was.